Ein wunderschönes Hallo an euch da draußen. Willkommen bei diesem neuen Wandervideo auf meinem Kanal. Wir erkunden Deutschland, oder? Nee, Quatsch, definitiv nicht. Tja, schnell mit dem Hund spazieren und dann geht's zum Flohmarkt. Jetzt werdet ihr sagen, was Tom, Flohmarkt, echt jetzt? Bis jetzt hier Mr. Flohmarkt oder so? Ja, man weiß es nicht, auf jeden Fall ist es Flohmarkt und ich freue mich drauf und have fun. Gehen wir kurz zum Auto. Das einzige ist hier der Abriss. Deswegen. Für die Sammlung schlecht. Könnt ihr es gut mal auspacken? Ja, ich schaue es immer an. Das Mädchen für die PSP? Ja, welche? Fünfer. Fünfer? Ja, ja. Spiele hast du auch? Spiele? Nein. Nur eins, oder? Ja, deshalb. Wenn 15 Euro kriegst. Nein, nein, schlecht. Nee, 20 Euro. Ja, komm ich wieder. Ja, Freunde, wie ihr sehen konntet, ist der Flohmarkt nicht so ergiebig gewesen, wie ich das eigentlich gehofft habe. Es gab nur zwei Stände, wo ich was gefunden habe. Und bei dem einen Stand, das war ein Kollege von mir. Klar, es gab noch den einen oder anderen Stand. Da war zum Beispiel ein C64 Mini, original verpackt. Der wollte aber irgendwie 59 Euro haben. Oder es gab eine PlayStation 4, auch zu einem Preis, wo ich habe sagen müssen, nee, ist A kein Schnäppchen und B zu viel Kohle, dass ich es jetzt riskieren könnte, das auszugeben auf dem Flohmarkt. Nichtsdestotrotz, ich habe ein paar Sachen mitgenommen, ein paar gute Sachen, die zeige ich euch jetzt. Und zum Glück gab es noch andere Pickups diese Woche. Das erste Game, was ich bei meinem Kollegen gefunden habe, ist für das Nintendo DS, nämlich Juiced 2. Ich habe für das Juiced 2, glaube ich, 3 Euro bezahlt, aus dem einfachen Grund, es ist ohne Anleitung. Dafür ist die Verpackung in einem guten Zustand. Und ja, das Juiced 2 ist so ein einfaches Autorennen-Gedödel-Game.
Was ich auch selten gefunden habe auf dem Flohmarkt sind Spiele für das Philips Videopack. Das Philips Videopack ist eine Konsole aus den frühen Zeiten der Spielekonsolen. Es ist eigentlich ja ein bisschen besser als das Atari 2600 gewesen, aber nur ein bisschen besser. Es gab, glaube ich, irgendwie um die 50 Games, also ein Fullset zu bekommen, sollte nicht schwierig sein. Ich bin mittlerweile bei 30 Games und dem Kolleg hat dort ein paar Spiele gehabt. Zwei davon haben mir in meiner Sammlung gefehlt. Einmal ist es das Videopack Spiel Nummer 44, Crazy Chase. Ja, Crazy Chase ist so eine Art Pac-Man und für Videopack-Verhältnisse ein etwas selteneres Game. Das nächste Videopack-Game ist das Videopack-Game Nummer 37 mit den verrückten Affen. Ja, auch wieder so eine Art Pac-Man-Klon und liegt bei eBay auch so um die 10 Euro. Wie gesagt, beide zusammen für sagenhafte 10 Euro. Ja, freut man sich, nimmt man mit, wenn man schon mal Videopack-Spiele auf dem Flohmarkt findet. Ich habe dann nichts mehr gefunden, wollte schon weiterziehen und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Er hat mir dann gezeigt, was er gefunden hat. Und da sind mir dann zwei Games aufgefallen, die ich ihm abgeluchst habe, weil ich die unbedingt in meiner Sammlung haben wollte. Wir haben dann gesagt, komm, lass uns hier einen kompletten Bundlepreis machen. Und ich habe dann noch etwas draufgezahlt. Ich habe, glaube ich, bei ihm insgesamt für den ganzen Lot, den ich bei ihm gefunden habe, glaube ich 30 Euro gezahlt und das ist ein absolut genialer Preis, wenn man bedenkt, was für zwei Games da noch dazugekommen sind. Das ist einmal für die PSP Final Fantasy, leider in der Platinum Edition, dafür aber komplett in Box. Das nächste Game geht bei eBay unter den verkauften Artikeln so zwischen 30 und 40 Euro weg. Ich habe es gesehen, ich wollte es haben und wie gesagt, für den Preis absolut genial. Tendenz steigend bei dem Titel. Es ist das Tales of Xilla 1 und Tales of Xilla 2, sprich der Doppelpack. Der ganze Lot, den ich bei ihm gekauft habe, lag so, ja, lass mich nicht lügen, so um die 30, maximal 33 Euro. Und da muss ich sagen, bin ich mega happy drüber. Nach dem Deal bin ich dann Richtung Auto gelaufen und habe dann noch bei einem anderen Tisch vorbeigeschaut und da habe ich dann die Blu-ray Kampfstern Galactica gefunden. Krieg der Sterne Light. Ich lieb's aber allein schon die Zylonen, wo man genau sieht, das ist kein Roboter, das ist ein Mensch. Beim nächsten Tisch war es dann soweit, ein PlayStation 2 Titel, obwohl ich irgendwie in meiner Sammlung an die 200 Titel habe. Peter Jacksons King Kong. Vielen Dank, lieber Ree, für diese Inspiration, die du mir gegeben hast. Ja, ich habe es jetzt, glaube ich, auch auf jeder Plattform und werde es dann mal wahrscheinlich für die Xbox 360 anfangen zu daten. Ja, das waren so die Flohmarkt-Deals, aber es gab ja noch ein paar andere Deals, die ich bekommen habe. Es gab einmal eine Konsole aus der Schweiz, Roder, wieder von meinem Lieblingshändler, vielen Dank Luca. Und die Konsole habe ich schon mal in einer gemodderten Version. Ich habe die auch schon in der Crystal Edition. In der Originalversion habe ich es nicht gehabt und war ein bisschen und bin nicht nur war, sondern bin ein bisschen irritiert, was das für eine Version ist. Und zwar ist es die Xbox Classic. Ich habe dafür nichts gezahlt. Das Teil ist komplett in Box. Das Spiel ist noch dabei. Das Spiel liegt irgendwie so in dem Bundle bei 30 Euro. Was mich aber ein bisschen irritiert hat, ist A, dass die Verpackung ein bisschen kleiner ist. Sie hat die Ausmaße von der Crystal Version und ich habe ein externes Netzteil. Also wie gesagt, externes Netzteil habe ich nur von der Xbox 360 gekannt. Bin so ein bisschen irritiert, freue mich aber, dass ich das Teil komplett habe. Die Verpackung sieht richtig gut aus. PSP wird immer mehr bei mir ein Thema. Irgendwie hat mich der Ree komplett angefixt auf das Ding. Vielen Dank, lieber Ree, dafür. Ich muss jetzt meiner Frau erklären, warum ich nicht nur ein Wii U Fullset sammle, sondern warum jetzt auch noch PSP-Spiele ankommen. Aber das kriege ich schon irgendwie gebacken. Der Ree ist ja hier voll der PSP-Filme-Fan. Er hat mich da ein bisschen angesteckt. Also jetzt nicht so, dass ich sage, ich würde jetzt auch gern so viel PSP-Filme haben, wie es geht. Aber den einen oder anderen PSP-Film
hätte ich dann schon gerne in der Sammlung. Und den Hellboy, auf den Film stehe ich total. Und der Ree hat das Ding doppelt gehabt und ich habe gesagt, Ree. Ja, und wenn wir schon mal bei der PSP sind, dann bleiben wir noch ein bisschen bei der PSP. Gerade eben hat der Postmann zweimal geklingelt und hat mir dann noch einen weiteren PSP-Titel für meine Sammlung gebracht. Es ist der Street Fighter Alpha 3 Max. Bezahlt habe ich dafür 12 Euro. Ja, und wenn der Postmann zweimal klingelt, dann gibt es auch meistens zwei Pakete. Der nächste Titel ist von der Amazone. Ich hätte es eigentlich schon vor anderthalb Wochen bekommen sollen, aber irgendwie ist das Paket lost in Germany. Und habe dann bei Amazon angerufen und habe gesagt, Freunde, ich hätte das Ding noch mal gerne. Ich spreche von einem PlayStation 5 Spiel und ich spreche von dem Observer System Redux in der Day One Edition. Ja, dann gab es noch einen eBay Kleinanzeigen Deal für einen Preis, wo ich sagen muss, für 22 Euro nimmt man das einfach mal schnell mit und ist ein No-Brainer. Es ist für das Nintendo 3DS Pokémon Omega Rubin. Das sind die letzten drei Neuzugänge. Die habe ich bekommen vom lieben Sascha vom Gamefuchs Kanal, ist hier unten verlinkt, und er hat mich angeschrieben, hat gesagt, du Tom, ich habe noch ein paar Switch Games übrig, ich habe mir das Ganze angeschaut und bin hängen geblieben bei dem Xenoblade Chronicles 2, die Vorgeschichte, nämlich Torna the Golden Country. Dann gab es noch das Crosscode und The Persistence. Alles noch sealed. Und Sascha, schreib's mal unten in die Kommentare rein. Ich glaube, es war irgendwie ein 30er oder ein 40er, was ich gezahlt habe. Also mehr war es auf gar keinen Fall. Und wenn ich mir die Titel anschaue, wie gesagt, sealed, und wenn ich es bei Amazon geholt hätte, was ich bei Xenoblade auf jeden Fall vorgehabt habe, ja, hätte ich allein schon für das Xenoblade einen 30er gezahlt. Und wie gesagt, die Deals mit dem Gamefuchs immer fair. Und Gottes Willen, nach dem Huster ist vor dem Ende. Wie gesagt, Sascha, vielen Dank. Immer faire Deals. Schaut bei ihm auf den Kanal rein. Und ja, jetzt versagt, glaube ich, meine Stimme nach und nach. Das war's von mir. Ganz kurzes Outro. Bleibt so, wie ihr seid. Ich bleib's auch. Wir sehen uns. Euer Tom.